Hallo Leute, heute zu was ganz anderem. Ich möchte mal ein Spiel auf Newgrounds spielen, das den Namen Loved trägt von Alexander Okies, so heißt der User. Das habe ich neulich mal durchgespielt und ich fand es sehr interessant und dachte, ich möchte das mal mit den Leuten teilen, die ich kenne. Das ist gleich der erste Screen, der mich fragt: Are you a man or a woman? Bin ich ein Mann oder eine Frau? Ich sage mal, ich bin ein Mann. No, you are a girl. Gut, dann bin ich jetzt ein Mädchen. Will I teach you how to play or not? Also soll er mir sagen, wie ich zu spielen habe oder doch nicht? Ich sage mal nein. You will fail. Not that, you will control nothing. Du wirst nichts kontrollieren. Mit den Pfeiltasten bewege ich mich ganz einfach. Mit hoch springe ich. Und er gibt mir Anweisungen, was ich zu tun habe. Ich soll über die Grube mit den Stacheln springen. Gutes Mädchen. Loved, a short story by Alexander Okies. Touch the statue, I will forgive you. Ich soll die Statue berühren, er wird mir vergeben. Good girl. Und was besonders ist an dem Spiel, wenn ich diese Anweisungen nicht befolge, dann verändert sich das Spiel, sagen wir es mal so. Und er be beleidigt mich, aber das könnt ihr mal selber ausprobieren. Ich werde jetzt so spielen, wie es mir der Autor quasi sagt. Ich soll jetzt den unteren Pfad entlang gehen. Also wenn man sich Stacheln berührt, ist man... Ja, das habe ich jetzt eindrucksvoll gezeigt. Tot. Und wie schon gesagt. Scheiße. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Wenn man das mal drauf hat, ist es recht einfach, aber bis dahin dauert es halt doch etwas. Also ich kann es euch auf jeden Fall mal empfehlen. Das war knapp. Dieses rote Viereck tötet mich auch. Gnadenlos. Gutes Mädchen. Die Statuen sind Speicherpunkte, werdet ihr sicher schon erkannt haben. Also, man kann jetzt sehr kontrovers über das Spiel denken, vor allem bis beim nächsten Punkt. Ich soll mich selbst in die Stacheln werfen. Gutes Mädchen. Also, ich habe bis jetzt sehr viele positive Resonanzen dazu gelesen. Das war doof. Das hätte ich mir denken können. Und wie schon gesagt, ihr solltet es selber mal spielen. Ich finde es persönlich gut. Aber jetzt halte ich mal die Klappe etwas und konzentriere mich aufs Gameplay, bei dem ich gerade ziemlich sacke. Also langsam. So, jetzt rein. So, das ist schon mal geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich sein soll. Das sieht aus wie so ein Mungo oder so. Besitze ich deinen Körper oder deinen Willen? Ich entscheide mich mal für den Körper. Tanze für mich. Also je nachdem, wie man sich entscheidet, kommen andere Antworten. Und wie schon gesagt, das Spiel ändert sich ein wenig. Aber das könnt ihr ja selber mal alles ausprobieren. Habe ich schon gemacht. Das ist interessant, sagen wir es so. Ja, mit unten kann man sich ducken, übrigens. Do not move. Beweg dich nicht. Gutes Mädchen. Ups. Das war doof. Wow. Die Stelle habe ich gehasst beim ersten Mal spielen und ich glaube, ich hasse sie immer noch. Sprung und wunderbar. Berühre nicht diese Statue.
gutes Mädchen. Da ist ein Shuriken, also sieht zumindest für mich aus wie einer, der mich verfolgt. Also, die können einen natürlich dann töten. Lass die ein bisschen rankommen und springt drüber. Wow, oh, wow. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Nein, nicht die. Wir werden uns in naher Zukunft treffen. Bist du aufgeregt oder verängstigt? Ich bin aufgeregt. Genauso bin ich's auch. Versage nicht. Also ich heiße, ich darf jetzt hier in keine Stacheln. Also nicht sterben. Und jetzt ist natürlich klasse, weil einem Shuriken verfolgen. Der Shuriken, den lassen wir hier ein bisschen. Warte, machen wir so. Jetzt kommen hier lauter solche Teile. Einfach durchrennen. Und ins Glück. Ich bin so glücklich, dass du mir gehörst. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich beharre darauf, dass ich ein Junge bin. Nein, du bist ein Mann. Ich habe dich immer geliebt. Nein, jetzt gehen wir hier hoch. Und beenden das Spiel. Das Ende. Wie schon gesagt, man kann darüber denken, was man will. Ich fand es sehr interessant. Komisch, aber interessant. Es war mal was anderes. Sowas habe ich selten bis nie gespielt. Und ja, ich dachte, ich teile mir was. Ich teile mal diese Erfahrung mit euch. Probiert es mal selber aus. Probiert auch mal ihm nicht zu gehorchen. Oder also dem Autor. Und ja. Ciao, bis zum nächsten Newgrounds Game.